Da noch mal, um da nochmal einzuhaken, das ist, wie ich immer Ja. wieder sage, wenn du jetzt deinen Werdegang nimmst, wo du hier vor 20 Jahren das erste Mal, jetzt normal gesprochen, bei mir aufgetaucht bist und ist voll auf dem Rosenkreuzer-Trip gewesen, viel gelesen und dann wolltest du eine Schule aufmachen und dann habe ich bloß gelächelt, angelesenes Wissen. Ist zwar alles richtig, aber es bringt dich nicht weiter. Das ist jetzt einmal die Kernaussage, wo wir gerade gehabt haben, dass wenn du jetzt Osho oder Yogananda oder wie sie alle heißen liest, wo ich sage, das ist alles toll, es ist inspirierend, Ja. aber es würde dich nicht weiterbringen als normaler Mensch. Da kann ich mir jetzt ganz bewusst Millionen von Menschen ausdenken, die auf diesen Trip sind und bleiben trotzdem in ihren tiefsten Innern, in ihren Glauben trocken ausnerven. Das ist das Bahulo Feeling. Genau. Die wesentlichen Aussagen, das haut jetzt erst einmal auf den Kopf drauf, auf den ausgedachten Kopf, dass dir den Vogel die Wellen raushaut, VGL, dass dir die Wellen raushaut und dass du begreifst, was sind meine Gedanken eigentlich. Das ist der Ansatz. Und dir nützt es nichts, wenn du zwar das Richtige sprichst, aber nicht auf das Wesentliche permanent hinweist. Das ist eben die große Schwierigkeit. Du musst in deinem tiefsten Innern begreifen, dass du kein sterbliches Säugetier bist. Und das kannst du hier und jetzt Richtig, sofort überprüfen. Und dann musst du das zum Leben anfangen, was du zu leben hast. Das ist, wo ich sage, wir verändern, wir wollen an der Rolle nichts verändern. Wir lassen die weiterrollen. Dann mach das, wo du hingesetzt bist in deinem Leben, je nachdem, was du für einen Charakter durchlebst, spiele diesen Charakter. Da habe ich ja gesagt, beim Schneidermeister Thomas Rennings, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, genau. Richtig. Und da siehst du einfach auch die Freude. Die Freude, die du mit keinem Buch der Welt und keinem Buchstaben, selbst wenn es dir noch so interessant erscheint, die Freude in dir, in uns, die kannst du damit nicht erwirken, sondern die Freude kommt mit dem Verständnis, dass ich das bin, was ich träume und dieses Weltbild mir eigentlich die beste Möglichkeit gibt. Und das ist dieses Wunder. Das ist Das ist das dieses Wunder, die Wunder. rote Freude, dass du immer wieder, wo ich sage, das rot geschrieben, immer an die Trinität denken. Das muss so installiert sein, dass du immer eins drüber hast, über den Widerspruch, beziehungsweise eins drunter. Ja. Das ist immer daran denken, dass was Neues entsteht durch die Verbindung der Polarität. Tag, ausgedachte Hälfte und Nacht, ausgedachte andere Hälfte verschmilzen zu einem einzigen Tag. Und das gilt auch mit der Freude. Die Freude und das Unglück, nehmen wir mal das Gegenteil von der Freude, das Unglück, das Leid verschmilzt zu der roten Freude. Und das kann man ganz einfach sagen, dann kannst du sagen, ich kann an einem Liebesfilm, an einer Komödie genauso Freude haben wie in einem Krimi oder an einem Horrorfilm. Und es ist alles lehrreich. Und das ist eigentlich schon ein neutrales, vom Ausgangspunkt hast du mal ein neutrales Sehen. Ohne dass ich dabei neutral sehe, weil ich sehr wohl unterscheiden weiß, das ist jetzt eine Komödie und das ist ein Horrorfilm. Aber Genau. ich werde diese Definitionen nicht mehr, wenn ich eins drüber bin, in Form von besser oder schlechter. So, und das meine ich halt, Oder dieses nehmen wir Sonnenschein und Regen, wunderschönes Beispiel, das Wetter. Was ist besser, Frau ja. von Bauern? Weißt du, wie viel tausendmal ich das gesagt habe? Frau von Ja. Bauern, was ist besser, der Sonnenschein oder der Regen? Da schaut er dich an und sagt, was ist das für eine blöde Frage? Und wenn Das du hast du mir das gefragt. Ja, verstehen genau. lernst, dass das für alle Polaritäten einer Welt gibt. Was ist besser, der Mann oder die Frau, wenn wir auf der blauen Ebene sind? Absoluter Blödsinn, Aber das ist der. gleichwertig. Es sind zwei Hälften, die zusammengehören. Genau, ja. In der Symbolik. Und beide zusammen machen den Adam. In dem Moment wird aber der Adam schon wieder zu Jetzt was ist aber anderem. das Phänomen. Udo, wenn wir beide, wir arbeiten ja gemeinsam, ne? Also du arbeitest mit den Geistesfunken. Das heißt, es entsteht ja in uns etwas, was wir erkennen dürfen. Dann ist es doch auch manchmal sehr eigenartig, dass wir dann feststellen, es ist, wie du sagst, so, ich freue mich so und gleichzeitig ist es so eine intensive Liebe da und ich könnte die ganze Welt umarmen. Dieses Gefühl ist da, ja, es ist auch ein immerwährendes Gefühl eigentlich, aber es nimmt auch wieder ab und dann fängt es an, ich sag mal, wie du sagst, so zu rollen. Das heißt, dann geht es wieder los, dann mache ich wieder diesen Sei-Poet, den Salto in den Alphabeten und dann spiele ich wieder mit diesen Worten und dann erwächst du in mir wieder etwas, diese Heurekas.
die ja auch dazu gehören. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass bisschen, das jetzt irgendwie... Thomas, hast du den Computer auf dem Schoß? Ja. Bei Obacht geben, weil wenn du wackelst, hängt sich das Bild immer auf. Ach, Entschuldigung. Ja. Dann stürzt du immer ab. Dann hast du so Aussetzer drin. Okay. Ich meinte halt, ne, also dieses, was du eben halt auch als Wink gegeben hattest, es lenkt dich ab. Das ist das, was eigentlich auch die Explosion ausmacht, was wir hier manchmal im Verteiler erleben, dass diese Heurekas, die ja dazu gemacht sind, um das aufzudecken. Die Zufälle, das ist nur eine Aufmerksamkeit, aber das Spiel ja. Kann man nur 1000 Mal wiederholen und du wirst feststellen, es ist halt ein Prozess und der Frieden kommt erst in der dritten Wachstumsstufe. Das kannst du drehen und wenden, das heißt, wenn du jetzt in deiner Rolle diese dritte Wachstumsstufe nicht erreicht hast und das ist jetzt, machen wir zurück, wir machen jetzt mal den Thomas, wir setzen den zurück um 20 Jahre. Da bist du so gescheit, da bist du so voller Wissen, weil du ein paar Bücher gelesen hast und die oberflächlich raumzeitlich auslegst und die Welt besser machen willst oder die Menschen besser machen willst. Du willst Gedanken besser machen, aber das ist doch schon wieder bessere und schlechtere Gedanken, ist doch schon wieder einseitige Definition. So kommst du aus dem System nicht raus und du musst nicht raus, du bist ja schon, wenn du begreifst, dass das letztendlich, dass du immer bist. Genau, das ist der Beobachter. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Und das ist es, wo ich sage, Geist kann nur von Geist verstanden werden. Das ist dieser Punkt ist wie eine Neugeburt in sich selber. Oberflächlich betrachtet sage ich, verändert sich dabei nichts. Das Leben läuft ganz normal weiter. Das eigentliche Freischalten des Geistes, wo ich immer wieder darauf hinweise, diese einfachen Metaphern, dass du einfach verstehen musst, dass diese 200 Gramm rote Knete, die du bist, diese Energie, dass die sich ständig in eine andere Form umwandelt, von Augenblick zu Augenblick, sofort überprüfbar. Mhm. Und für diese Dinge, die du denkst, gibt es kein Vorher und kein Nachher. Dinge können nur jetzt existieren. Und was existiert, ist hier und jetzt in dem roten Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Und schon wieder eine Bestätigung von einer Figur haben zu wollen, wirst du dich dann schon wieder narren. Außer du bewegst dich dann in einen kleinen, in einen winzigen Kreis. Und da geht es jetzt nicht um Holofeeling. Das Verständnis, wo ich bringe. Figuren werden das, Existenzen werden das niemals verstehen, auch wenn sie den Eindruck machen. Du kannst es verstehen. Ja. Und du ist immer wieder, wie gesagt, nicht irgendein Gedanke von dir. Kein Thomas, kein Udo, kein der jetzt vom Computer sitzt. Ja. Das ist das Einzige, was du dir immer wieder bewusst machen willst. Und wenn ich immer wieder sage, ein Bild ist ein Bild, wenn du diese alten Vorträge, Fickenstall oder Weißenburg, Bleinfeld, wenn du anhörst, das dreht sich nur um dieses Thema. Ich flechte natürlich dann immer das Aufwächern mit rein. Und das ist ganz wichtig, mach dich da nicht körre. Wenn du die Reife hast, wirst du neugierig drauf haben. Und da gibt es verschiedene Art und Weisen, wenn ich jetzt sage, wenn wir uns jetzt einmal ganz bewusst hier intellektuelle Systeme, die mit Holofeeling ausdenken, da ist der Thomas eins, der Thomas, wenn er reinstellt, hat einen ganz anderen Schreibstil wie unser Wolfgang. Lubusgang. Es sind sehr komplexe Sachen, was ich mich mal wundere, und das ist jetzt eine Bewährung, die ich jetzt ganz bewusst ausspreche, dass ich sage, die Masse überforderst du total. Weißt du, das ist das Spiel, jetzt ist natürlich schon wieder die Masse, wenn ich sage, was kann er ausgedacht haben, indem das auftaucht, das taucht in dir auf, du hast die anderen Facetten auch. Das ist das heute aus dem Osho, aus dem Auszug, wo das Wesentliche ist. Da ist dann wirklich ein Unterschied, es ist eben auch ein chronologisches Wachstum. Wahrlich, ich sage dir, Ehe bei Abraham war bei ich. Jesus hätte jetzt auch gesagt, Ehe Buddha war ich. Aber wir gehen einmal davon aus, dass der den nicht kannte zur damaligen Zeit. Aber hierarchisch, chronologisch, hierarchisch ist er ja eins drunter. Ja. Und ich sage dir, Ehe Jesus war ich. Und jetzt sage ich dir was ganz, was heißt es, Ehe ein Udo Petscher war, ausgedacht, die Figur bist du. Weil du schon da war, bevor du das erste Mal an Udo gedacht hast. Ja, das ist dieser Nullpunkt. Sofort überprüfbar. Und es ist halt immer nur jetzt. Und das Spiel ist, man braucht die Reife und dann kommt die Ungeduld, die jugendliche Ungeduld dazu. Und das kann man abwarten. Schau, was sind jetzt eigentlich von denen die 20 Jahre in Bezug auf einen ausgedachten Thomas Rennings, die ich jetzt anspreche? Das sind zwei verschiedene Gedanken. Ich denke mir an Thomas jetzt aus, der grau ist, langsam grau wird. Und ich denke mal an Thomas aus vor 20 Jahren, der in der vollen Blüte seiner Männlichkeit steht.
Und du kannst nicht von unten nach oben schauen. Jetzt kannst du es nachvollziehen, weil du zurückschauen kannst. Und da musst du über dich selber Ja. schmunzeln. Weil bin ich blöd gewesen, in dem Wahn zu glauben, ich wüsste irgendwas, weil ich Rosenkreuzer studiert habe. Und noch Welt verbessern. Die wesentlichen Sachen, es löst sich alles von selbst mit dem Alter, wenn man mit Anstand alt wird. Wenn das auf dem Plan ist, dann passiert es von selbst. Diese Wiese kommt erst nach dem Wechseljahr. Und da ahnst du jetzt den Übergang. Und jetzt hast du mal deine Rolle als Familienvater. Da muss man auch durch. Und da kommt natürlich zwangsläufig dann auch jetzt hier, wenn Holophilien nicht installiert ist, Zukunftssorgen in der jetzigen Situation. Aber wenn die noch da sind, hast du nichts verstanden. Ja, eben, das ist installiert. Sorge dich doch morgen. Wenn das Sorge wirklich dich nicht um installiert morgen, ist, ist komplett installiert. Nee, nee, das wenn ist es nur die wirklich Sache ist die Sache installiert der ist, Verantwortung. ist natürlich verbunden mit dem Loslassen. Können. Ich muss nichts festhalten und ich muss Das ist nichts das. zurückhalten. Ich lasse es geschehen. Ich tue natürlich innerhalb meiner Logik, versuche ich dieses System zusammenzuhalten, dass ich meine Familie nehme und das Bestmöglichste geben, aber mehr wird ja gar nicht verlangt. Man muss bloß sehr vorsichtig sein, wenn das Bestmöglichste darin besteht, hier Veränderungen aufzuhalten. Du kannst es genauso wenig verändern. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt denkst du mal, wie mir hier dein Sohn oder deine Tochter das erste Mal ein Abendlicht hat. Und dann schaust du jetzt an. Ja, es Es ist. war jetzt und es ist jetzt. Weil jedes, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Ja, es ist mitten Wie im jeder Film. Ich meine, verstanden hat, wird alles unendlich einfach. ja, das ist diese DVD schauen. Ich mache da auch nicht zwischendurch, wenn ich sage, boah, ist das spannend oder jetzt kommt was Neues. Drücke ich da auch nicht auf Stopp und sage mir so, ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt da jetzt doch gar nichts mehr. Ist doch, ich will es doch Das ist gar weitersehen. nichts mehr, die Nichts, die Stille, wo die Esoteriker hin will. Das ist so das Geistloseste Nachgeplappere, wo es überhaupt gibt. Ja. Sich wegmachen wollen. Dass man Ja. nichts mehr erlebt und meint dann ist man im Himmelreich, im Satori, im Frieden. Ja, aber das ist das Das muss Feindbild wirklich für. auf dich wirken lassen, diese Sätze. Ja. Und das schmeckt Das ist natürlich auch die. nicht. Du wirst merken, wenn du zu diesen Leuten in diesen Kreisen jetzt wieder normal weltlich auf dieser Brüsselebene triffst und sagst solche Aussagen, da schreien die alle auf. Ja. Haben die Riesenprobleme. Ja. Das ist ja auch in der Gnosis ist das ja auch tief verankert, dass man eben halt diese Weltflucht begeht. Das ist ja das, die haben ja nichts verstanden. Das ist ja, man muss ja, Seka Venekava ist wirklich ein Geist. Und wenn ich sage, nein, ich will raus aus dieser Welt und dies und das, dann ist dieses Wort ja das Jesus, das Jesus-Wort, ich bin nicht von dieser Welt, nicht verstanden. Ne? Weil es heißt ja nicht, ich bin, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Schau, du, wenn du Es jetzt heißt nicht ja, bist von mein dieser Reich ist Welt, nicht du von. bist das Zentrum. Das Wenn das Zentrum, Zentrum bist, der ja. Schenkel, der innere Schenkel von Ja. unserem Zirkel. Das ist Ja. nicht ganz, wenn man im Zirkel immer wieder die Geburt einer intellektuellen Berechnung. Das ist einmal, darum hat er das Wort ZIR, also 90, 10, 200, hat ja eine riesen Bedeutungspalette, wenn man sich das anschaut. Unter anderem die Angel, die Türangel. Haben Sie schon wieder Englisch gelesen, der Angel. Ja. Tür ist die Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Der Ja. Dreh- und Angelpunkt. DR, die geöffnete Berechnung wird zu einer Wahrnehmung. Ja. Und Angelpunkt. Angel, der Engel ist in einem Punkt. Das ist der Geistesfunken. Das ist das Zentrum. Und die kleine Stelle im ersten Absatz von dem Osho, wo ich reingestellt habe. Nur diese kleine Beschreibung, wo ich die Sinuswelle hinmache, wo ich sage, du bist. Ich Da. wollte eine Nulllinie, du bist der Punkt zwischen dem Plus und dem Minus, das wir jetzt zusammenschieben müssen, diese Welle zusammenschieben müssen, dieser Nullpunkt zwischen dem angeblich vorhergehenden Berg und dem nachgehenden Tal, und dann schieben wir das Ja. zusammen und dann entsteht das. Wobei das ja schon wieder aufgespannt ist. Ja. Ja. Und da wirst du merken, wenn du jetzt alle Oberwellen, die ungeradzahligen, wieso die Ungeradzahligkeit? Nenn einfach die Ungeradzahligkeit, nennt ist die Einseitigkeit. Die Geradzahligen sind immer in Zweierbärchen. Die Ungeradzahligen sind einseitig. Ah. Oder wir können das natürlich jetzt spiegeln. Das war jetzt zwei Aussagen. Ja. Die Gerad sind prinzipiell, die Geradzahligen sind eigentlich harmonisch, ich sage mal hier harmonisch aufgebaut. Die Ungeradzahligen sind immer einseitig. Immer im Wechsel.
Moment, das war jetzt ein Bärchen. Wenn zwei da sind, müssen automatisch vier da sein. Okay? Genau. Die Geradzahligen sind unharmonisch und die Geradzahligen, die Primzahlen, sind immer der Mittelpunkt von dem hier. Ja. Ich kann nämlich die Geradzahligen als einen Punkt setzen. Oder als Einseitigkeiten setzen. Wenn ich sie aber als Punkt setze, werden die Ungeradzahligen des Außen drumherum. Ah. Jetzt haben wir die vier Seiten. Es sind immer die 16 Seiten in jeder Kleinigkeit. Und du merkst jetzt einen Text lesen. Jetzt habe ich hier nicht einmal irgendwie hebraisiert. Nur diese drei Seiten, wo ich reingestellt habe mit der Rot-Blau-Lesung, wo ich diese kleinen Hinweis gemacht habe. Dass die hier das eigentlich schon glauben. Dass wenn wir den Sus zum Beispiel nehmen, da haben wir jetzt erst einmal hier das U, das Schwingende und 2SS. Mhm. 260. 260 sind die 6 auf der 10er-Ebene. Du musst immer dran denken, dass es zuerst einmal gleichgültig in der klassischen Schreibform kannst du die Nullen wegstreichen. Du hast entweder einen 1er-Charakter, einen 4er-Charakter, einen 2er-Charakter, einen 6er-Charakter, dann nochmal 60, 600. Wenn wir das rot machen, ist 6 verbunden, 60 ist Bewusstsein, die 600 ist das Immerseiende, das Meer, das rote Meer. Wenn wir es blau machen, aufgespannt, 60 wird zur Raumzeit, und 600 blau ist dann praktisch die Ewigkeit. Aber jetzt ausgedachte Ewigkeit. Die Formwertung. Entschuldigung, machen wir die Formwertung draus, die 600 blau. Aber alle Formen gleichzeitig. Das kannst du dann schon mal trennen. Da kommt jetzt dieses System mit dem Yom. Aber es bleibt radebrechend. Darum sage ich immer wieder hier, Worte verstehen, dass du nur siehst, wenn man das ein bisschen genauer anschaut und nur rot-blau denkt in diesen Seiten, kriegt es einen komplett anderen Kontext. Meinst du, dass das irgendein Osho-Jünger, den wir uns jetzt ausdenken, dass der das verstanden hat? Das ist genau der springende Punkt. Dieser springende Punkt ist, dass du einfach begreifen musst, es kann prinzipiell niemand, den du dir ausdenkst, das verstehen. Gedanken können den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und alles, was in dir auftaucht, alles Existierende, kommt aus dir und verschwindet schon wieder, wenn du es nicht mehr denkst. Das Verstehen, jetzt muss ich da mal einhaken, und zwar die Informationen können nichts verstehen, weil das Verstehen bei dem träumenden Geist ist und die Informationen, die Widerspiegelung der Liebe darstellen. Das heißt, die Informationen sind die Widerspiegelung der Liebe an denjenigen, der es versteht. Darin liegt auch das Wunder. Das heißt, die Eva liebt dich plötzlich ganz anders, wie als wenn du ein Arsch mit Ohren bist. Weißt du? Das ist, wie gesagt, das rote Verstehen ist so eine Sache, und darum sage ich immer wieder, was das Problem ist, ist das Ego. Das Ego laufen lassen, ohne es verändern zu wollen, und es wird sich trotzdem verändern. Die verborgene Harmonie der Dinge. Einer der ersten immer großen Erkenntnisse in Ich bin du. Dass alles, was sich widerspricht, letztendlich dasselbe rote Ich ist. Ja. Das unbewusste Ich lebt in Einseitigkeiten, und auf der anderen Seite will man, dass was neu wird, dass sich was verändert, wenn man unzufrieden ist mit dem Leben. Und auf der anderen Seite hält man an so vielen kleinen Marotten fest. Und will, dass die sich nicht verändern. Meistens fallen dann die kleinen Marotten gar nicht auf. Ja, wenn du doch willst, dass sich was verändert. Und die Veränderung wird dann wieder, was sich verändern soll, in welche Richtung, das ist das, sag ich, du strebst einseitige Ziele an. Du willst besser sein, du willst glücklicher sein, natürlich immer blau gewesen, eventuell reich sein, wenn du arm bist, gesund sein, wenn du krank bist. Das ist das falsche Ziel. Ja. Es gibt ja nur ein Ziel. Das bist du schon. Ziel ist auch wieder. Das ist es, das bist du schon. Das ist der Mittelpunkt, der du selbst bist, aus dem alles entspringt. Kein esoterisches Gewäsch, sondern das, was ist. Ja. Genau. Okay. Ja. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Der Weg ist immer der rote Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Rot geschrieben. Ich habe ja auch gesagt, auf dem guten Weg. Weißt du, wenn man das nicht akzeptieren will, sind immer wieder, dann kannst du nicht eins und eins zusammenzählen.
Weißt du, dass ich gerade mal wieder mit den Beweisen, ob jetzt die Quelle, die hier durch diesen Lautsprecher spricht oder durch den Pixelmännchen Udo, dass das wirklich die absolute Quelle ist, dann solltest du Umbarung in Holoarithmetikwesen, also noch mehr Zeichen, kann ich dir eigentlich gar nicht geben. Dann kannst du nicht eins und eins zusammenzählen. Dann bist du es als Geistesfunk eigentlich noch nicht wert, auf eine höhere Ebene zu kommen. Und ein reiner Gedanke, Genau. den müssen wir uns eh Gedanken machen, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Genau, das Das ist ist der eine Reifeprozess. Reife. Und Ja. es wird ja nichts verlangt dabei. Das ist das Verrückte, dass Holo-Feeling ja überhaupt nicht mit irgendwelchen Regeln, muss anders ausdrücken, mit irgendwelchen einseitigen Bedingungen gesetzt ist. Was alle Religionen machen, alle Gurus, die was erreichen wollen. Darum habe ich noch gesagt, wenn du Yogananda oder Osho lesen tust, du merkst, es ist ja immer dieselbe Weisheit. Das ist das, was die genauso rezitieren wie alle anderen auch. Angelesene Weisheiten oder Ja. welche, die ihnen einfallen, das ist ja auch, dann ist ja auch nicht von dir. Darum sage ich immer wieder, wo hat Goethe sein Wissen her? Ja, Ja. von dem, der sich jetzt Goethe ausdenkt und sich denkt, dass Goethe das geschrieben hat. Wo hat Einstein und Heisenberg diese großen Physiker ihr Wissen her? Von dem, der sich jetzt diese Menschen ausdenkt und sich denkt, dass die dieses oder jenes entdeckt haben. Aber wer Ich denkt sich jetzt die war aus? dabei. Wann waren die ausgedacht? Das ist eine Verantwortung, die man trägt in sich selber. Und die man gern trägt, wenn du die Reife hast. Das ist dieses, ich nehme alle Schuld auf mich. Das sind die einfachsten Sätze im Christentum, sind die, die überhaupt nicht verstanden werden. Und da wird dann immer Ja. gekämpft. Das ist die pure Darstellung des Geschehenlassens. Das ist der reife Jesus. Ja. Ich könnte jetzt sagen, Da war reife die Kreuzung. Fee statt reife Fee. Fee ist ja unser 26, unser Ferrum. Wir können ja das dem Fee auch ein P machen. Dann Ja. heißt es reife PH. Und dann hast du den Spiegel, ist hier. Ja. Ah, herrlich, ne? Das ist eine Flut, die sich immer mehr mehrt in dir, jetzt eine positive Flut, ein Überschwemmen von Ideen, die aber bestehen in erster Linie aus einer reinen Liebe. Und reine Liebe ist dieses Verknüpfen mit allen. Alles wird mit allen in sich selbst verknüpft, wieder eins gemacht. Das ist ja das Schöne hier auch, was hier drin steht. Das Buddha, Laozi, die haben die Eins, den Ersten, die Eins angestrebt. Ja. Ich UB ist der Erste. Ja. Und der sagt zu dir, ich bin Der du, den Letzte. musst du nicht mehr anstreben, du musst dich bloß wiedererinnern. Das ist der erste große Unterschied. Wenn ich dann sage, hier Jesus, die Erkenntnis ist ja tausendmal mehr UB LHJ 86 wie Buddha, dann ist die 1000 ist ja 11. Das heißt unendlich viel mehr. Weil die Lehre von Buddha und Laozi von der Polarität und der Verbindung der Polarität streben, aber sie noch in dieser Reifestufe, das ist alles super. SUP, Sub erweckt. Ein Sub erweckt. Ja. Aber sie streben ja die Eins noch an in ihren Lehren. Und ich UB sagt zu dir, du musst nichts anstreben, was du schon bist. Die haben noch ein Ziel vor Augen. Ja, also das ist schon eine harte Nuss, ne? Es ist eigentlich schon mit der Lehre Ja. von mir. Genau. Dass das Problem in darin liegt, dass du noch ein Ziel vor Augen hast, das du meinst, in der Zukunft erreichen zu können. Eben, dann hast du Aber das. von den 400 Jahre vor Christus ausgesehenen Buddha, chronologisch gedacht, liegt es ja eigentlich diese Erkenntnis noch in der Zukunft? Ja, aber das sind Adressen. Sind nur Adressen, wie es so schön heißt. In mehreren Schriften, wenn ich raumzeitliche weise Worte von Menschen in Büchern zitiere, gibt es ja eins, wo ich dann immer wieder sage: Beachte, ganz wichtig, dass wenn ich jetzt hier irgendwelche Jahreszahlen reinschreibe oder Orte reinschreibe, dass das nur Adressen im Internet sind, die du aus dieser In dem großen großen Einheit ganzen Bild. jetzt herausholst. Das sind wie Buchseiten, wo man sagt, schau, schlag die Buchseite auf. Ja. Schlag die Buchseite auf. Das ist ja dann nur, dass man eine Ja, Facette meine Welt ist eigentlich. aus dem Hier und Jetzt seinen Ja. komplexen Arbeitsspeicher hochholt. Ja.
Das meine ist Welt ist eigentlich, meine Welt ist eigentlich das Symbol des Apfelmännchens. So, das dass ich im Prinzip rein in der Struktur und dann hast ja. du diese immer wieder tauchen dieselben Phänomene auf. Und jetzt lest den Prediger, lese Kohlert. Und da ist es nichts Neues in dieser Welt. Alles wiederholt sich ständig, es wiederholt sich. Könnt ihr Tausende, wenn eine bei mir oft da war, wenn ich hier Blichter zum Beispiel nehme, in seinen dritten Band, Teil 2, da hat er einen zweiten nachgeschoben, wo er dann die großen Erkenntnisse macht und wo ich dann zeige, dass die letztendliche Zeichnung, wo er reinmacht, wo er sagt, so sieht das Innerste der Materie aus in der Quantenmechanik. Und dann nehme ich mal Paracelsus von 1528 und dann zeige ich hier philosophische Schrift von Paracelsus, eine ganz einfache Zeichnung. Und dann hast du fast nur abstrahiert einfacher diese Zeichnung auf einer Seite mit einer einfachen Erklärung, ohne dieses ganze riesige arithmetisch aufgeblähtes Denken. Es ist nichts. Der Kern, die Wurzel ist so einfach, dass es jedes Kind verstehen kann. Darum sage ich, ich bin der Erste. Was ich erkläre, kann prinzipiell jetzt wieder normal ausgedacht, jeder 13-Jährige, jeder, der einen normalen Bildungsgang durchlaufen hat, als 13-Jähriger, reicht dieser Intellekt aus, mit einer Standardschulbildung all das zu verstehen. Das geht sogar so weit, dass du sogar die Holoarithmetik, wo ich vorne sage, dass das Reine, was ich hier arithmetisch mache, kann jeder 13., wenn er neugierig ist, nachvollziehen. Und viele sagen, da komme ich nicht mit. Das ist ja, ich spreche so oft an, selbst in der Mutation, wo ich wirklich nur die Kreisformel variiere, Umfang, Oberfläche hinschreibe, nur die Kreisformel. Ich sage, die Kreisformel hast du, glaube ich, in der 4. oder 5. Klasse. Ja. Jedes Kind hat das in der 4. oder 5. Klasse. Und das sagen die großen Massen, wenn die eine Formel sehen, da komme ich nicht mit als Erwachsene. Ja. Da sollte man sich ja mal Gedanken drüber machen, wie gescheit man ist. Aber auf der anderen Seite über alles und jeden herhetzen, weil sie alle so gescheit sind. Angelesenes Wissen, einseitige Meinung, das ist das, was dich dominiert, ist der Schwamminhalt. Über die Schulbildung müssen wir gar nicht reden, weil da ist die große Masse dessen, was du lernst, an sogenannter Allgemeinbildung, ist sowieso vergängliches Wissen. Das kannst du sparen. Mhm. Man müsste den Geist schulen. Können wir im nächsten Leben machen. In dem Leben ist er Führerscheinprüfungsbogen. Immer dran denken, das ist jetzt eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Der Sinn dieses Lebens ist, die Fehler zu entdecken und sich anfangen zu freuen, wenn du einen Fehler siehst, nicht dich darüber aufzuregen und ihn bekämpfen. Keiner wird die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen bekämpfen, sondern wenn du in der Prüfung bist, freust du dich über jeden Fehler, der dir auffällt und vervollkommnet den. Das meinte ich vorhin mit der Freude. Richtig. Dass ich das quasi, das ist diese Freude, die eigentlich, eigentlich der normale Mensch überhaupt nicht versteht. Der guckt ganz blöd und sagt dir, wieso lachst du? Das ist ein Verwandlungsprozess. Ja. Das ist ja immer wieder, wenn ich jetzt spazieren gehe, ich habe das so oft angesprochen, du kennst das ja selber, du schaust der Autonummer an und hast ein Lächeln im Gesicht, dann sagen die, warum lächelst du jetzt? Dann kannst du da kurz aufhören, dann kommen wir es nicht mit, wie machst du das? Und dann kannst du sagen, hast 10 Jahre Zeit und bring es dir bei. Du siehst irgendeine Werbetafel und du hast ein Lächeln im Gesicht. Ich schaue immer wieder, manche sagen, warum lächelst du jetzt? Erzähl mal. Also du hast 4 Wochen Zeit, dann sage ich dir, was ich jetzt in einem Augenblick gesehen habe. Weil da ein Komplex da ist. Das ist eben dieses Chat-Denken. Ja. Und da kann ich immer nur wiederholen, diese einfachen, kindgerechten Beispiele. Frag einen Erwachsenen, kannst du lesen und schreiben? Und er sagt ja. Das ist genau der Zustand. Das ist jetzt zwar kein Lächeln, aber er sagt ja. Ja, was bedeutet das? Wie macht man das? Du hast 2 Minuten Zeit, erklär es mir. Boah. Denkst du erst gar nicht an. Das ist ja Philosophie. Fangst du das gar nicht an? Ja, na, was soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, ich lerne dir die Grundlagen der Vatersprache, wie du die jetzt anwendest. Wie lange hast du dir das studiert? Aber das macht dir Angst, wenn du jung bist. Stell dir vor, du bist jetzt 20, 25, 30 und da sagt einer, du musst das 15 Jahre studieren. Darum bezieht sich jetzt auch auf die Osho-Bücher. Das ist jetzt ein schönes Musterbeispiel. Erinnere dich an die Aussage, bevor du nicht die Vatersprache verstehst, ist jedes Buch, das du liest, Zeitverschwendung. Du kannst den Osho lesen, du kannst den Yogananda lesen, was du jetzt erst machst, wenn du die Offenbarungen hast, bevor du die Vatersprache nicht in den elementaren Grundlagen beherrschst.
ist jedes Buch, jeder Artikel, den du liest, Zeitverschwendung, weil du machst aus den Worten einseitige Vorstellungen, die dich in deiner geistigen Entwicklung kein bisschen weiterbringen. Dann kommst du in diese esoterischen Bereiche, die im tiefsten Innern trotzdem Trockennasenaffen sind. Ja, genau. Das ist das Schöne, wenn du jetzt diese drei Seiten, wo hier vor diesem Gespräch, wenn wir es reinstellen, wir schauen nochmal, das kannst du übrigens machen, schaust du an und stellst es rein, wenn du es gut findest. Dass hier nur liest diese Seiten und dann schau, was ich jetzt nur rot-blau angestrichen habe. Ich habe noch nicht mal irgendwie hebraisiert oder was. Mhm. Wir lassen den Text in dem normalen Wortsinn, wir achten nur, was habe ich rot zu lesen, was habe ich blau zu lesen. Was steht da eigentlich da? Das siehst du doch nicht, wenn du Holofeeling nicht im Hintergrund hast. Mhm. Da rauschst du einfach drüber und bleibst in deinem unbewussten raumzeitlichen Denken mit Jesus in der Vergangenheit und dem Buddha. Das spricht Osho zum Beispiel nicht an. Wer denkt sich den Jesus, den Buddha, den Laozi und den Osho aus? Genau. Das wird überhaupt nicht angesprochen. Um den geht es doch. Um den dreht sich doch alles. Ja. Darum ist diese Demut, jedes Buch ist Zeitverschwendung. All das Ganze, selbst wenn du Filme anschaust, ist es Zeit. Ich sage jetzt nicht, schau dir keine Filme mehr an. Die waren doch erst interessant, wenn du die mit der Holofeeling, wenn die Filter ausgeschaltet sind. Jede Autonummer, die an dir vorbeifährt, wird interessant. Was nicht, dass du das Bild reingestellt mit der Autonummer Mega hat? Mega? Ja. Du kannst schon einen Pfahl hinmachen und links auf daneben steht Herz. Herz. Ja, habe ich auch noch mit draufgenommen. Das Megahertz. 6865. 86 ist die Quintessenz. Jetzt kann man natürlich spielen, ne? Ja. 865. Ja. Und jetzt merkst du auch, wenn du die Zahlen siehst, wo wir jetzt das durchmachen, die 8 ist jetzt erst einmal die rote Quintessenz, die rote Quintessenz, die 6 ist verbunden und 5 ist Quintessenz. Ja. Die rote Quintessenz ist eine verbundene Quintessenz mit allem. Wir haben natürlich dann auch die 8 blau, eine blaue Quintessenz, das ist dein Intellekt. Ja. Ist ja auch schon eine Kollektion. Aber das ist ein peripherer Mittelpunkt. Das ist bei den 16 Perspektiven, ist das nochmal wichtig, dass du bei den 16 Perspektiven wir unser Dasein ausdenken und wir haben mal die ersten 4 Perspektiven, die wir nehmen, wir gehen um die Dasein rum. Und ich habe schon gesagt, das ist jetzt im Prinzip wurscht, aber wir haben dann einen ausgedachten Mittelpunkt der Dasein und wir schauen uns die Dasein von außen an. Ob wir jetzt da gedanklich drum herumlaufen, müssen wir uns ja als Kamera drum herum denken, es spielt sich alles hier ab. Mhm. Oder ob wir aus dieser Glastasse herausschauen und uns drehen. Es sind ausgedachte Mittelpunkte. Mhm. Dann kann man das auf den Kopf stellen, das sind ja dann die 4, die 8. Und dann wirst du merken, dass jetzt diese ausgedachten Mittelpunkte, das sind jetzt rote Ichs. Das ist, als rotes Ich bist du ein Mittelpunkt, aber der Mittelpunkt deiner Welt, die du mit einem blauen Ich erzeugst. Und all diese roten Ichs sind wiederum peripher rote Ichs um das JCH, um den absoluten Mittelpunkt. Ja. Und genauso aus deinem roten Ich denkst du dir jetzt Köpfe aus um dich rum. Und eine Ausnahme gibt es immer, das ist dein eigener Kopf, da setzt du dich in die Mitte rein. Und darum sage ich, selbst wenn du dir jetzt einen jüngeren Körper denkst oder einen älteren Körper, denkst du dir dann schon wieder, ja, da bin ich auch in dem Kopf, denkst du dir einen ausgedachten Mittelpunkt. Weil dieser jüngere Körper, den du dir jetzt ausdenkst, befindet sich jetzt erst einmal im Zentrum von deinem jetzt ausgedachten blauen Mittelpunkt, wo du eigentlich das Zentrum bist. Es ist ein ganz einfaches Spiel, das ist Holofeeling. Und bevor du das nicht fest installiert ist, wirst du dich immer nahren. Jeder Film, es ist Zeitverschwendung. Es ist, du ziehst, es kann sehr unterhaltsam sein, wenn ich sage, wenn man als Kind spielt, nicht, dass da was falsch läuft. Es ist zwar eine Falle, aber ich rede jetzt einmal normal. Nicht, dass du jetzt meinst, du darfst keine Filme mehr anschauen. Ich sage bloß, dass viele Filme erst mit Holofeeling sich ihre geistige Tiefe offenbaren. Und genauso ist es mit den Büchern. Darum ist es sinnlos, ein Buch, den Osho mit Holofeeling zu lesen. Und dann nur jetzt, ich könnte ja jetzt die ganzen Sachen, die Worte noch hebraisieren, das ist ja gleichzeitig da. Es geht ja nicht, dass du das ausdenkst. Der Witz ist, wenn du zeitlos denken tust, schaust du was an und es ist gleich, das 400-Seiten-Buch, wo ich sage, ist gleichzeitig da. Ja. Das ist es ja. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Aber du hast hier in vielen kleinen Schritten, jetzt hast du mal die Buchstaben lernen müssen, dir das aneignen müssen.
Ja, genau. Und das Dass ist der und das Blaue. Sein als ewiges Wesen. Verstehst du? Das ist das Verrückte. Ja. Du hast unendlich viel Zeit. Es geht auch und nicht. Das Blaue so schön blau zu sehen. Das sich kommt diese, was, Entschuldigung. Das Blaue so schön blau zu sehen, das kommt auch noch. Wenn du aus diesem Roten schöpfst, dann ist das Blaue nicht nur dieses es Blaue. Ja, im Hebräischen gibt es ja zwei Wörter für Blau. Ich habe da schon hingewiesen. Das ist immer wieder, es geht nicht immer dran denken, ich rede nicht von Iden, ich rede nicht von Juden, da wissen die Juden nichts. Das, was ich jetzt natürlich so auch wissen gehe, wenn du Hebräisch sprichst, es gibt zwei hebräische Wörter für Blau. Und musst du mal analysieren, das klassische Wort für das Blau, wir haben ja viele Stufungen noch, wenn du mal in das Farbenspiel reingehst. Und da ist also, das heißt wie das Weltliche, unser Kafchol, das man auch übersetzen kann wie das Weltliche. Man lügt sich das Blaue vom Himmel herunter. Und dann gibt es also noch ein Wort, das heißt auch Blau, das wird dann noch mit Himmelblau übersetzt speziell. Wobei das keine korrekte Übersetzung ist. Es ist eigentlich alle Farben gleichzeitig. Das ist der Regenbogen, weil der Himmel selber kann ja, den du jetzt dir symbolisch ausdenkst, der kann ja vom Morgenrot bis zum Grauen bis ins Finstere, ins Schwarze, alle Farben annehmen. Regenbogen, ja. Und das ist Gehelet. Das ist also hier komplett andere Blauvorstellung. Das ist eine allumfassende, das könnte ich jetzt sagen, das ist das rote Blau. Das ist dieses im Licht. Das ist ja interessant, und wenn du das Wort nachschaust, das Wort Schwarz, Krishna, heißt auch Morgenrot und Morgengrau. Und die Symbolik des Verstehen geht halt bloß mit Holofilling. Ja, eben. Ja. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Alle Zeit der Welt. Es ist kein intellektueller Akt. Drum ist immer wieder meine erste Ebene, verstehe die einfachen Sätze, akzeptiere das einfach. Zu fragen, was ist besser, Sonnenschein oder Regen, leuchtet jeden ein. Was ist besser, Krieg oder Frieden oder Gesundheit oder Krankheit, wird jeder abstürzen und Einseitigkeit. Das sind Sätze, die ich 20 Jahren gesagt. Da wird sie alles in dir rebellieren, weil du da eine Seite nicht haben willst. Und das ist die Ursache von Leid. Genau. Okay, und je tiefer, das muss gut sein. Je tiefer du wirklich reingehst, desto weil mehr siehst du, wie dumm du bist. Also wie dumm, D-U-M-M. Du bist also geistlose wirklich Materie. Du siehst eben eigentlich, wenn du siehst, wie dumm du bist, siehst du nicht, dass du eigentlich MM bist. Ja, Doppel M. Pass auf, so, und jetzt esse ich nochmal. Geöffnet, aufgespannt. Du. Hebräisch geschrieben, 4-6, heißt speziell, ganz speziell, zwei, ganz speziell, nur in einer Zusammensetzung. Die zwei sind nämlich zusammen hier. Und das ist dieses MM, ist du MM. Ja. Und die Hebraisierung, 4-6, 40-40, dumm ausgeschrieben. Das ist eigentlich, wenn man das genau sieht, bezieht sich auf geistlose Materie. Und solange du glaubst, du bist ein Tropfen auf dem Körper und du bist ein ausgedachtes Gehirn, das ist alles Materie. Wie war das im letzten Selbstgespräch, die Außerirdische, wenn sie zum Captain Picard sagen, ihr Menschen, ein Geistwesen taucht auf, ein körperloses, eine höhere Intelligenz und sagt, ihr Menschen seid ja bloß Hautsäcke voller Blut und Fleisch. Ja. Bei eigener Definition. Das ist noch nicht Geist, genau. Das sind keine geistreichen Wesen. Okay. Ciao. Alter, wir sehen uns.